nächster Stopp. Wir stehen hier bei Wind und Wetter an der Gletscherzunge in einer relativ bizarren Schnee-, Wasser-, Eis-, Wieselandschaft. Erich geht auf Fotoexkursion und ich nehme euch ein bisschen mit der GoPro und schaue mir das Ganze mal an. Gut, dass du nicht gesehen hast, was ich mache. Wie findet ihr die Landschaft? Ist das nicht schön? Ich bin jetzt an einem Gletscher angekommen. Besser gesagt, eine Aussicht auf einen Gletscher. Aber ich weiß nicht, ob ihr den sehen werdet. Da vorne. Puh. Das zieht hier durch alle Poren durch. Aber das lohnt sich sowas von mächtig geil. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mana, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the folds. Have a toast for those lost old eyes and my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, don't leave it all behind. I think it's time. Oh.
Morgen. Wir sind jetzt ein Stückchen weitergefahren und sind an so einem Stegerstein-Aussichtspunkt. Der ist gerade voll, deswegen warten wir jetzt mal an der Seite. Also auf allen Videos, die ich gesehen habe, sieht es ja so aus, als ob er richtig über den Fjord, über den Kamm runterhängt. Ja, die Wahrheit ist, der ist hier einfach mal unten an der Erde. Er ist gesichert. Er ist gesichert komplett. Somit habe ich jetzt keine Höhenangst, nach vorne zu gehen. Das ist schon mal fantastisch. Aber erstmal dachte ich so, auf allen Videos sieht man komplett was anderes. Erich ist ein bisschen enttäuscht. Es ist jetzt nicht mehr minimal. So wagemutig da drauf. Minimal, genau. Aber ich gehe jetzt trotzdem gleich dahin und gucke mir das Ganze mal von vorne an. Den Aussichtspunkt haben wir 2 Sekunden lang genossen, ein Selfie gemacht. Viel mehr ist hier tatsächlich bei dem Betrieb auch nicht möglich. Ja, die Aussicht nach unten auf jeden Fall ist ganz cool. Ich glaube tatsächlich, wenn man früh morgens hier ist oder spät abends, dann geht das. Aber so. Naja, wir fahren jetzt weiter. Hauptsache, wir waren hier drauf. Echt jetzt? Und da stehen die Nächsten, ey. Wir versuchen gerade hier irgendwie von der Aussichtsplattform wegzukommen. Das ist komplett hoffnungslos. Die Straße ist super schmal und es sind super viele Camper unterwegs und ständig müssen alle rückwärts fahren, sich gegenseitig vorbeilassen. Das ist auf jeden Fall nicht so lustig. Ja, vor allen Dingen, das wird ja jetzt so weitergehen in jeder Kurve. Ja. Guck. Schon wieder. Scheiße. Ja, ein Bus. Ein Bus wieder. Es ist ja nur schrecklich. Die Frau, die weint gleich. Also leichter ist, glaube ich, wenn er sich hier noch mal einreiht. Na, guck mal, wie sollen die Leute hier auseinanderfahren? Also das ist das, da kommt schon der Nächste. Gesehen. Aber jetzt müssten die eigentlich noch dahin zurückfahren, weil hinter dir stehen sie auch Schlange, das geht nicht. Wenn du hier Bauer bist und tagtäglich noch... Das noch, ey. Nur weil ihr... Ach, voll scheiße, ey. Ja, jetzt muss aber der Dreamer einfach fahren. Gut, dass wir keine... Boah, sind die dumm? Ja. Das finde ich echt unverschämt, ey. Dass ich keine Benzintanks am Auto dran habe, ne? Ein bisschen nervig. Und ein Bus. Scheiße. Ja, aber der kommt ja jetzt hier wohl lang. Naja, aber hinter uns so viele Autos, dass das nicht geht. Und die T4. Hat da geparkt. Ja, der muss jetzt anhalten, bis wir alle vorbeifahren. Und die Omis freuen sich. Das wird noch schlimmer. Freut euch nicht. Ach so, aber die lassen wir jetzt gar nicht vorbei. Wie soll das jetzt gehen? Alter, Motorräder, ihr müsst halt auch ein bisschen Platz machen. Soll ich da aussteigen oder was?
Ja, was willst du dann? Die anschnauzen, oder? Ja. Vor allen Dingen, da fallen jetzt die nächsten Trottel einfach noch rein. Echt? Ja, guck mal. Toyota. Katastrophe perfekt. Sorry, can you drive 2 meters four? Yes, no problem. 1 meter four. Oh Gott, ey. So. Boah, ey, Motorräder, ihr müsst jetzt da in die Ecke rein. Da. Was machen die Motorräder? Sind die krank oder was? Hallo. Alles auf der Kamera festhalten. Die Motorräder, wie rattenfaul sind die. Die bewegen echt, sich keinen Zentimeter nach links und rechts und gucken nur dumm und grinsen. Die finde ich auch unter aller Sau. Also wirklich. Auerland. Wir sind jetzt in Auerland, Lisa. Noch nicht. Doch, das Schild, Eingangsschild. Achtung, Bremslichter. Von vorne kommt ein Auto. Ja, das ist eine Ausbuchtung. Und der Busfahrer auch. Einen Meter vorfahren, mehr Platz machen. Ja, er will doch eigentlich auch seine Touris da schnell hochbringen. Das verstehe ich aber auch nicht, warum der da so rumeiert. Bei ihm waren auch hinten die Rücklichter schon alle kaputt. Ja, klar. Years old, feel
feel the wind, watch the river run, and the sun would always shine. When we sat there, you and I, the river's gonna cry when you're gone, gone. Leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.